Hallo YouTube und willkommen zurück zum zweiten Teil von Rollercoaster Tycoon World. In der ersten Folge haben wir das Tutorial abgeschlossen, wo wir nur ein bisschen die Kamerasteuerung gelernt haben, wie die funktioniert, ein paar Wege bauen, ein paar Fahrgeschäfte bauen und dann war es auch schon zu Ende. Und jetzt schauen wir mal. Szenario Nummer 2, die Grundausbildung. Dieser Park geht zugrunde und braucht einen Experten. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir die Experten dazu sind. Ah, schau dir das an. Du erkennst es doch auch, oder? Das Potenzial. Viele Leute denken nur ans Scheitern, wenn sie einen heruntergekommenen Park wie diesen sehen. Ich hingegen sehe Chancen. Klar, er wirkt nicht gerade glamourös, aber du hast das Zeug dazu, ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Soweit die Einleitung. Mal sehen, was wir hier an Aufgaben haben. Wie ein Schweinestall. In diesem Park herrscht das pure Chaos. Wir sollten einige Hausmeister einstellen, um hier aufzuräumen. Einverstanden? Auch das ist noch ein Tutorial. Und wir haben noch ein paar Herausforderungen. Wir sollen 3 Toiletten bauen. Mindestens 3 Mechaniker im Park haben. Eine Parkschönheit von 100. Was für ein Wert das auch immer ist. Und Dekoration platzieren, Recyclingtonnen 25 Stück, einen Taco-Laden bauen und einen Ballonkumpel. Ja, dann fangen wir doch mal an. So, das ist hier die Hausmeisterbude. Sieht man hier an Besen und Kehrblech. Draußen steht auch ein Wagen. Müllsack steht hier rum. Dann klicken wir mal auf den Hausmeisterstand. Dann müssen wir 3 Hausmeister einstellen. So, dann gehen wir hier rauf. 3. Okay, das war's schon. Eröffne den Stand. Ja, wahrscheinlich den Hausmeisterstand. Ja. Dann öffnen wir mal. Und da kommen sie raus mit ihren Riesenbesen. Und gehe jetzt zum Reitergebäude. Ne, warte mal. Gebäude, hier unten. Gebäude und Personal. Dann Personal. Hey, jetzt sind schon ein paar mehr Sachen freigeschaltet. Und einen weiteren Hausmeisterstand bauen. Was haben wir hier noch? Eine Erste-Hilfe-Station können wir bauen. Hier der Hausmeister, Mechaniker und Animateurstand. Wir sollen erstmal einen Hausmeister bauen, noch einen.
So, dann machen wir mal. Wir können ihn mal hier hinbauen. Weiter geht's im Tutorial. Wirf es auf den Boden. Es gibt keine Mülleimer für die Besucher, in die sie ihren Abfall loswerden können. Wir sollten welche aufstellen. Dann gucken wir mal bei Dekoration. Okay, das ist hier unten. Deko. Und was es hier alles für Möglichkeiten gibt. Wegdekoration. Wegzubehör. Wegdekoration. Ist wohl der? Ja, genau. Einfacher Mülleimer. Dann wollen wir mal gucken, wie der Park hier überhaupt aussieht. Auch so ein Mini-Park. Hat wohl gerade erst eröffnet. Und hier sehen wir überall den Dreck hier, der hier rumfliegt. Machen wir mal die Draufsicht, da kann man ein bisschen besser gucken. Dann stellen wir mal hier einen hin. Und dann hier einen. Und was ist hier für ein Dreck? Machen wir hier. Oh, da ein. Ja, mehr brauchen wir erstmal nicht. Das waren die Mülleimer. Und hier ein schöner Springbrunnen. Und nun kommt der Ruf der Natur. Es scheint, manche der Besucher müssen dringend auf die Toilette. Platziere eine kleine Toilette im Park. War das auch Deko? Wegzubehör. Ne, das sind nur Lampen. Fahnen. Die Wegdeko waren nur Bänke und Mülleimer. Gebäude. Wahrscheinlich Gebäude. Park Service. Kleine Toilette, da haben wir sie doch. So klein ist sie auch wieder nicht. Dann ja, auch die rastet hier dann ein. Ja, wunderbar. Machen wir so. Dann sollen wir einmal den Preis überprüfen. Ja, mal umsonst. Sollen wir hier noch Geld verlangen, oder? Wir öffnen. Wir lassen die kostenlos. Repariere die kaputten Attraktionen. Die sanitäre Situation ist zufriedenstellend. Jetzt müssen wir die kaputten Fahrgeschäfte reparieren. Jetzt sollen wir einen Mechanikerstand erstmal bauen. So, Gebäudepersonal. Personal. Und hier sind die Mechaniker. Können wir auch hier oben hinbauen. So.
Entscheide, wie viel Mechaniker du anstellen möchtest und dann den Stand eröffnen. Nehmen wir 2 und öffnen. Patrouillenzonen. Manchmal müssen deine Angestellten sich besser konzentrieren. Dann machen wir jetzt eine Patrouille. Klicke auf den Mechanikerstand. Dann klicke auf den Reiter Patrouillenzone. Ah, das ist der hier. Füge in einem Gebiet eine Zone hinzu. Neue, ja, wahrscheinlich neue Patrouille. Nur einfach hier raufklicken oder was? Ja, Zone 1 hat er jetzt drin, ne? Kann man die Zone irgendwie größer machen oder so? Hm. Müssen wir nochmal rausfinden. Jetzt ist erstmal rot. Jetzt haben wir hier Zone 1. Können wir nachher noch umbenennen. Jetzt noch einen Angestellten zufügen. Wie machen wir das jetzt? Um schnell die Mechaniker zu finden. In der Informationstafel, also die hier. In den Mitarbeiter gehen. Wo sind jetzt hier die Mitarbeiter? Achso, Angestellte hier. Da sieht man hier, wir haben einmal Miriam und Prinz. Die haben gerade freies Erkunden. Der eine geht spazieren und der andere wartet auf Anweisungen. Und hier unten steht, du kannst einen Angestellten auf Patrouille schicken, indem du ihn aufhebst und auf ihr absetzt. Mit Umschalt und Mausrad kannst du dich durch die Patrouillen blättern. Und Angestellten entfernen, hebe ihn auf und setze ihn auf seinem Gebäude ab. So, können wir mal den hier reinschmeißen. So, der ist jetzt nur in diesem Fahrgeschäft. Jetzt müssen wir irgendwann nochmal rausfinden, wie man ein größeres Gebiet macht. Grundbedürfnisse. Unser Park ist jetzt tipptopp. Aber haben unsere Besucher auch alles, was sie brauchen? Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Wähle einen Besucher aus. Dann klicken wir doch mal. Madeline. Die Gedanken. Ah, hierfür bezahle ich doch nicht so viel. Ich finde keine Attraktion für mich und so weiter und so fort. Kann nur noch mal einen anderen anklicken hier. Der findet das Geschäft nicht intensiv genug. Aha.
So, Besucher haben Hunger. Baue einen Essensstand. So, wieder Gebäude, sind wir ja noch drinne. Dann Essen und Trinken. Und hier haben wir viel Auswahl. Erdbeer und Schokolade. Dann hier ein mexikanisches Restaurant. Süßspeisen. Hier der Taco-Laden. Ja, den Taco-Laden. Der war ja als in der Zusatzmission hier. Den können wir ja schon mal bauen. Können wir gleich hier vorne hinbauen. Vorne am Eingang. Oh, weit flacher kann ich die Kamera leider nicht einstellen. Aber wir können hier mal reingucken. Eine nette Verkäuferin wartet auf die ersten Besucher und die hat Hunger. Ja, Hunger, nur noch 73% oder schon 73%. So, direkt nebenan ist hier ein Taco-Stand. Dann gehen wir hin da. Und die Besucher werden müde. Dann bauen wir doch mal ein paar Bänke. Können wir gleich eine hier hinbauen. Eine hier. Eine da. Da noch eine. Sammelsammy. Ein spezieller Spielzeugsammler. Mal so ein paar ja, zufällige Ereignisse. Abgefahren. In ein paar Wochen werde ich den Grundausbildungswald besuchen. Okay, er bleibt dann für 30 Tage. Wenn dein Park dem Beeinflusser gefällt, wird er die Kunden unter seinen Followern verbreiten. Dadurch wird der Park berühmter und zieht mehr Besucher an. Okay. Und ein beeinflusster Besucher kommt. Stell sicher, dass dein Park auf ihn vorbereitet ist. Wenn er glücklich nach Hause geht, wird die Bekanntheit deines Parks steigen und es werden noch mehr Besucher kommen. Der Beeinflusser liebt Souvenirs für Kinder, also sorge dafür, dass du einen Souvenirstand hast. Okay, dann Gebäude. Ah, Souvenirläden. Gibt es extra? Essen und Trinken ist alleine, Souvenirläden, Service und Personal. Souvenirs für Kinder. Ballon oder bärig. Feine Finger, Sonnenschutz, Hüte, Shirts. Und so weiter. Nehmen wir mal den Bären. Können wir gleich hier am Eingang postieren. So. Müssen wir aber noch eröffnen. Ach, den Stand müssen wir auch noch eröffnen. Deswegen ist da noch keiner hingegangen. Die Toilette hatten wir schon geöffnet. Okay. Den haben wir auch noch nicht geöffnet. Jo, jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen mehr erledigt, gehört aber noch alles zum Tutorial und dann schauen wir mal im nächsten Teil, ob wir
die Hauptmission gleich abgeschlossen haben und uns dann an die Nebenmission wagen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich zur nächsten Folge. Tschüss!